Hallo, ich grüße euch aus dem Blumstudio. Hier haben wir einen Musterladen aufgebaut. Ja, und wie ihr seht, viel Rosa, viel Rot. Ja, das sind so die Zeichen für die Liebesanlasstage des Jahres. Da haben wir ja einmal den Weltfrauentag, den Muttertag, aber auch den Valentinstag. Also alles Tage, wo man ja, Herzklopfen bekommt. Die Floristen, weil sie viel vorbereiten müssen. Aber Herzklopfen ist auch ein schöner Begriff, Heartbeat-Tage, wo man bestimmt viele Verbraucher auch mit begeistern kann. Ja, und in diesem Musterladen haben wir schöne aktuelle neue Möbel der Florobin einbezogen. Hier sieht man so ein Stufenregal zum Beispiel und viele andere Sachen. Das wollen wir euch gleich mal vorstellen. Damit kann man wunderbar präsentieren und gerade solche Tage wunderbar dann mit angehen. Was ist das Besondere an diesem Musterladen? Ja, was ist zu beachten bei solchen Tagen? Wie bereitet man sich gut vor als Florist? Ja, da braucht man auf jeden Fall große Eyecatcher, prägnante Sachen im Laden, besonders im Eingangsbereich oder vor dem Geschäft. Und man braucht natürlich Fertigfloristik. Man braucht Ware, die man richtig einkaufen und kalkulieren muss. Und hier kommt die Florob ins Spiel mit ihren tollen Kollektionsboxen und Mustersträußen, die wir hier auch schon vorbereitet haben. Ja, die kann man sozusagen dann vorbinden. Die Florob gibt uns sozusagen die Mengen und die Kalkulationen vor. Das erleichtert das Ganze. Und wie das aber im Detail aussieht, da legen wir den Schwerpunkt noch mal ein bisschen später auf unseren besonderen Tag zum Thema Heartbeat. Rote Rosen sind ganz wichtig für alle Liebesanlässe. Und das hier ist eine ganz besondere dunkelrote Rose. Ja, und der Name steht hier oben, Heines. Ja, gut 80 cm lang, große Blüte, hält sehr gut und sie ist auch fair gehandelt, also Fair Trade hat dieses Label. Ja, und das ist auch etwas, mit dem die Florob als Konzept an den Markt herantritt. Tolle Qualität und mit einem sehr schönen Warenpräsentationsaufbau, wo die Hochwertigkeit auch zu sehen ist. Ja, und hier seht ihr schon, wir haben ja ganz viele Floristikideen gezeigt. Und ich zeige euch einfach immer so eine kleine, manchmal bricht ja eine Rose mal ab, oder eben was Größeres. Hier leuchtet sogar was. Aber ich will gar nicht so viel verraten, denn das möchten wir noch mal speziell vorstellen in einem speziellen Fokustag noch mal auf so ein Konzept. Symbolik, starke Rose, starke Konzepte. Hier haben wir für euch ein großes Herz gestaltet. Es pulsiert, es bebt, es strahlt aus. Es ist ein großes Herz mit einem großen, ja, mit einer großen Wirkung für den ganzen Laden. Man sieht es gleich von Weitem. Es ist unser Eyecatcher, der sozusagen unsere Kunden schon im Vorfeld auf diesen tollen Tag hinweist, diesen Heartbeat-Tag, der denn kommen wird. Und somit können wir ihm ganz, ja, einfach suggerieren, in den nächsten Tagen passiert was, was mit Liebe oder was mit Leidenschaft zu tun hat und müssen es gar nicht direkt im Verkaufsgespräch nochmal erwähnen. Ja, und den Schwerpunkt, wie wir das Ganze herstellen, das zeigen wir euch dann nochmal bei unseren Heartbeat-Tagen. Wir stehen jetzt gerade mitten in unserem tollen, ja, Florob-Blumengeschäft und hier direkt am Kassenbereich gibt es hier so kleine Mitnahmeartikel. Die gehören natürlich zu jedem Floristengeschäft, denn der Kassenbereich ist natürlich auch ein super Verkaufsbereich, gerade für so kleine Mitnahmesachen. Ja, da kann man sich gut drauf vorbereiten, das zeigen wir aber auch noch später. Ja, und Klaus erzählt uns mal noch ein bisschen mehr dazu. Ja, Fertigfloristik ist wirklich wichtig für solche Kampftage in der Branche. Und hier habe ich auch noch mal eine kleine Idee. Glasgefäß, ein bisschen Drahtgeknäusel da rein. Und dann kann man hier die Restblumen, die abgebrochenen Blumen reinstecken. Ja, kalkulieren, schön präsentieren. Und dann wird man das verkaufen, vor allen Dingen, wenn es im Bereich der Kassenzone steht. Ja, und hier mache ich mal weiter. Hier seht ihr noch weitere Geschenke, die man hier schön dekoriert hat. Aber dieses Regal möchte ich euch auch noch mal vorstellen. Das gehört auch zu dem Florob-Konzept. Und ihr seht, hier steht eine Flasche Champagner. Ja, so ist es ja doch. Da will man die Rosen kaufen und dann möchte man auch gerne was für den Abend noch mitnehmen, weil man ja vielleicht noch den Korken knallen lassen möchte. Ja, soll man woanders hingehen? Ich sage nein. Wenn sowas hier steht, ist das einfach eine kluge Lösung. Direkt alles, was man an so einem Tag gerne haben möchte, zusammen. Und das ist eine kluge Idee wieder von der Florob. Ja, das ist der Blums Musterladen, gemeinsam entwickelt. Und ja, wir werden jetzt in den nächsten Tagen immer wieder einen Fokus legen auf verschiedene Bereiche, die wichtig sind für solche Tage. Also, wie mache ich solche großen Landmarks? Wie baue ich die? Und welche Ideen habe ich? Wir haben was über Sträuße gehört, Konzeptsträuße. Auch da wollen wir einen Fokus drauf legen. Und dann nochmal dieses tolle Heines-Rosen-Konzept oder andere Ideen. Das ist das, was wir euch jetzt in den nächsten Tagen noch präsentieren wollen.
Ja, damit grüße ich euch und sage, bleibt dran, informiert euch und vor allen Dingen bleibt kreativ.